Das gibt's. Lass den Blödsinn, ich muss mich anziehen. Wenn Sie mit Führungsstil den systematischen Ausschluss von mehr als der Hälfte der Bevölkerung meinen, dann ist es ja wohl nötig, sich einzumischen. Herr Sattler, würden Sie mich begleiten? Es geht nicht. Ich habe um 12 den nächsten Termin. Also gesprungen ist die eher nicht. Tun Sie mir den Gefallen nicht. Ich fühle mich verpflichtet. Ich hoffe, Sie sind zum Feiern, ja? Darf ich Ihnen mal was sagen? Sie sind ein richtiges Arschloch. Sie vermiesen hier allen die Stimmung. Für mich fehlt diesen Bildern etwas. Was denn? Herz. Ihre Stimme, ich kenne Ihre Stimme. Sie sind Emma nach Mitternacht, stimmt? Aha. Ich habe gestern Nacht Ihre Sendung gehört und mir die ganze Zeit vorgestellt, wie Sie wohl aussehen. Oha. Bin schwer enttäuscht. Gib mir mal deine Nummer, ich ruf dich an. Ich hab ja deine. Für einen Schauspieler ist das Schönste die Abwechslung. Dann ist ja am 26. Ihr 70. Geburtstag. Wir gratulieren jetzt natürlich noch nicht, aber so ein bisschen feiern? Nö. Feiern Sie? Nee. Zweimal Schauspieler des Jahres. Ist ja auch eine Sache, muss man erstmal hinkriegen. Das ist nicht schlecht. Das ist eine tolle Geschichte. Und was ich wirklich lustig finde, ist, du hast in einem Interview gesagt, wahrscheinlich werde ich mein letztes Geld damit verdienen, dass ich vor der Kamera sterbe. Oder noch ein paar Mal vor der Kamera ja, sterbe. Ja, ich bin schon ein paar Mal gestorben. Ich weiß, das war irgendwie vor 2 Jahren das letzte Mal. Da hatte ich irgendwie zum 4. Mal einen Herzinfarkt zu spielen. Okay. Und ich dachte mir, ich muss es ja jetzt mal anders machen als in der letzten Rolle oder so. Also ich bin schon 4-mal gestorben, was ja ein wunderbares Training ist für den Ernstfall. Ja eben, dann weiß man schon, wie es geht. Ja. Dann weiß man, wie es geht.